Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Warthog. So, wir haben es kurz vor Nacht, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir stürmen jetzt hier rein, gucken, wo hier irgendwelche Zombies sind. Hallo mein Kleiner, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Oh. Und von hinten kam auch schon einer. Nee, der gar nicht. Das war der hier. Du haust mich. So. Haben wir hier noch irgendwo Zombies? Dann kommt bitte jetzt. So, hier eben schnell aufschlagen. Okay. Wir müssen uns leider ein bisschen beeilen. Wenn die Viecher nämlich rennen. Okay, der konnte sowieso rennen. Wird es ein bisschen stressiger. Und das will ich natürlich vermeiden. So, hiermit haben wir nichts. Okay. Da ist auch wieder... Die sind auch ziemlich flott unterwegs, ne? So, komm her. So. Lass doch mal die Kasse. Obwohl, ich verprügel die auch schon, ne? So. Geht doch. Waren das Machetenteile? Nee, schade. Hallo, ist hier noch jemand? So, das war ja schon mal ein perfektes Timing. Dann machen wir mal hier ein bisschen Licht an. Wir setzen mal, damit nichts von draußen unbemerkt reinkommt, einfach hier ein paar Dinger ran. Und fangen jetzt an zu looten. Gut, Leder haben wir genug. Ah, hier. Wisst ihr, wofür wir die Bolzen jetzt gebrauchen können? Für die Bilder. Vielleicht befindet sich da irgendwo was hinter. Das war uncool. Aber ich glaube, hier wird es wohl nicht der Fall sein. So. Nee, Armbrust braucht mir auch viel zu lange mit dem Nachladen und so ein Quatsch, ne? Also ich bin definitiv echt kein Fan von den Armbrüsten. Dann doch lieber einen Bogen. So ein Compound-Bogen. Dann echt tausendmal lieber das als eine Armbrust. HD-Zementmixer. Ich glaube, das konnten wir schon. Ah, sehr gut, dann können wir auch eine Spitzhacke herstellen. So, hier können wir mal eben die Sachen zerlegen. Gewinnen wir ein bisschen Platz und eine bessere Übersicht. Dann geht's auch schon wieder weiter. Hier haben wir eine Kiste. Ja, die Achse ist auch gleich hinüber. Die Boots. HD Military Boots. Bin sehr gespannt, wie die Dinger denn sind. Hi nun. Oh. Eine der neuen Sniper-Waffen. Oh. Ja, also sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Aber jetzt will ich echt mal gerne sehen, HD. Milli. Was benötigen wir denn dafür? Gut, hätten wir Militär. Dorf. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon haben. Aber Stufe 1. Okay. Nee, das würde sich nicht lohnen. Wir können aber mal gerne später gucken, was wir skillen müssen, damit das hochgeht. Und wir dann natürlich auch die Dinger herstellen können. AK-Hybrid. Oh. Wir müssen uns auf jeden Fall auch die Werkbank herstellen, um eben Waffen herstellen zu können. Sobald, sofern ich das so beurteilen kann, müssen wir ja auch schon mittlerweile alles haben. Und ah, schade, schade. Wäre es Level 6, wäre es natürlich perfekt, dann hätten wir uns direkt einen Baseballschläger machen können, aber das wird auch noch kommen. Ne, die haben wir schon. So. So, ja, ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession. Das heißt, ich habe eure Kommentare noch nicht gelesen für ein anderes Wort von so. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf.
Aber erstmal nehmen wir den ganzen Müll hier mit. Das, ja, jetzt sage ich kann so. Aber wir können hier, um eben auf Nummer sicher zu gehen, auf jeden Fall die Lichter mitnehmen. Also die elektrischen Parts zumindest. Damit wir auch hundertprozentig die Quest, auch wenn wir in der Base sind, fertig haben. Weil das ist eine der nervigsten Quests überhaupt. Und natürlich müssen wir auch noch Lehmboden sammeln und. Also, wir haben noch ein bisschen... Oh, scheiße. Ich hab's befürchtet. Nur die eine? Ja, nur die eine. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier irgendwie eine Horde. Aber dem ist zum Glück nicht so. Wäre auch ein bisschen kacke. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, Lichter abbauen. So, hier haben wir alles. Die Reihe. Ah, da hinten ist auch noch eins. Kling. Ja, dann haben wir hier die Lichter. Wir können natürlich auch das Kraken Book zerlegen. Machen wir auch mal direkt. Weil das Geräusch geht auch ein bisschen auf den Sack. Und dann können wir jetzt hier weiter looten. Bogenschießen. Aha. Draußen campen. Oh. Oh nein. Da sind immer noch welche. Gut, die brauchen noch ein bisschen. Du bist aber alleine, ne? Komm, wir helfen dir einmal. Und... Level up! Da ist bestimmt... ja, nichts hinter. Ja gut, hier ist leider nichts drin. War einfach nur der Geschäftsführer, den wir leider seines Amtes entheben mussten. Dann gucken wir mal, wie viele haben wir denn jetzt? Wo habt ihr euch jetzt versteckt? Irgendwo hier? Da. Ja, wir haben definitiv die Quest fertig. Auf jeden Fall. Zu Hause haben wir noch was. Also, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, wollen wir jetzt irgendwo noch woanders looten gehen? Ich würde sagen, wir gucken mal, wie es draußen aussieht. Ja, in dem Moment ist natürlich die Axt auch defekt. Wo haben wir denn unser schönes Bike? So, da waren wir drin, da ist ein Poppenpilz. Ah, in der Nacht könnte es natürlich schmerzhaft werden. Haben wir hier... Apropos. Ja doch, ich würde schon gerne den auch einmal speichern. Ich speichere immer alles, damit man dann natürlich nach dem Loot-Respawn natürlich wieder ran kann. Und daher sollte man natürlich sich die wichtigsten Punkte auch abspeichern. Ah ne, das ist nix. Irgendwie ein cooles Gebäude hier in der Nähe. Eine Bank oder sowas. Naja, eine Bank würde, glaube ich, auch jetzt nicht so viel... Da hinten sieht es noch cool aus. Ah, ich glaube, hier in dieser Stadt wären wir auf jeden Fall sehr glücklich. Natürlich, Pop im Pilz wäre natürlich sehr cool mit den ganzen Heilgegenständen. Da fehlen uns, da fehlt uns dann noch einiges. Daher würde ich sagen, entlernen wir uns mal ein bisschen in dem Bike hier. Die Tür kann auf jeden Fall... Ah, hier, Essen. Auf jeden Fall. Hier ein bisschen Hundefutter. Gut für die Verdauung.
Setzen wir einfach mal hier alles hier hinweg. Das sind ja Dinge, die wir definitiv jetzt nicht brauchen werden. Oh. Wir haben eine Level 4, dann nutzen wir die doch auch. Die bade ich mal hier. So, dann würde ich mal sagen, Otoge. Und hoffen, dass es auch gut ausgeht. Das Auto nehme ich auch mal auseinander. Ja. Lieber Gott, lass hier jetzt nicht einfach viel zu viele Zombies an. Weil das Problem einfach besteht. Wir haben doch noch, wo war jetzt das Minibike? Dirtbike? Hä? Ach da. Ich habe es kurzzeitig nicht auf der Karte gesehen. Wir haben doch hier diese Patronen, 9 mm, ne? Ja, dann stellen wir davon mal 9 mm Patronen her für die... Mal eben kurz gucken. Gut, belaste die Waffe natürlich ein bisschen mehr. Hohlspitz war, glaube ich, das günstigste. Wirkungslos gegen schwere Rüstung. Wir werden jetzt hier, glaube ich, nur normale Zombies finden. Wir können ja eben 2 davon machen, 2 von der normalen. Ja, das ist auch gleich fertig. Und dann können wir wenigstens zur Not noch mit der Handfeuerwaffe rumschießen. Ja, das hatte ich mir jetzt schon gedacht. Ich helfe mal eine Runde. Bis jetzt höre ich 2. Oh shit, es sind doch ein paar mehr. Ja, in der Umgebung welche wach geworden? Nö. Ihr Loser. Ja, ja, jetzt wieder die große Klappe, ne? Und gleich hört ihr mich wieder wie ein Schulmädchen kreischen oder sowas. So, das haben wir jetzt. Der ist leer. Ding. Ja, das Ding ist auch leer. Natürlich ist das Geniale am Poppenpilz. Durch die ganzen Reihen hier, ne, kriegt man auch beim Looten so viele Erfahrungspunkte. Das ist schon Hammer. Wir gehen aber alles Stück für Stück entlang. Gib mir Geld. Die können wir direkt scrappen. Und dann fangen wir mal von hier aus an. Wir sammeln einfach erstmal wild drauf los. Und gucken danach dann, was wir wegwerfen, was wir scrappen etc. Gyrocopter-Lernding. Wir können zwar schon, aber naja. Gib dir Erfahrungspunkte. Viele von denselben Lernrollen immer wieder. Schon wieder. Schon wieder. Krass. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Alter, also von der Lernrolle da, Lernbuch, da haben wir massig, 25 jetzt. Schon ein bisschen sehr extrem. Mal gucken, wie viel gleich wir am Ende haben. Oh Gott, wir sind ja bei fast jeder Büchse hier drin. Hier haben wir Essen. Oh, Essen, wunderbar. Ja, 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 ja. Sehr schön. Dann fordern wir auch mal direkt was. Das sieht auch wunderbar aus. Können wir direkt Munition herstellen. Hier haben wir auch noch hier... Ah, jetzt haben wir so offen direkt. Das können wir zerlegen. Ja, 2 Holz kann weg. Und schon geht's weiter. Ah, da liegt einer.
daher benutzen wir jetzt mal dieses hier. Und mal die gute Muni. Aufwachen, die Sonne lacht. Noch einer hier. Der Wegdienst ist da. Ah, Militärhelm. Können wir zerlegen? Bekommen die Militär... Ne, Militärfaser kriegen wir dafür gar nicht. Oh Gott, wie macht man denn nochmal die Militärfaser? Muss man dann ja auch herstellen, ne? Militärstoff. Ach, okay, das geht ja gut teuer hier wegen der Flasche mit Säure. Aber sonst geht das ja an für sich. Ja. Müssen wir dann nur noch zusehen, dass wir höhere Level in Sachen Rüstungsbau machen. Und dann können wir uns die HD Military Rüstung basteln. Dann können alle Zombies mal auf einmal kommen. Kein Ding. Schon wieder diese leeren Rollen. Ich glaube, wenn ich hier mit der Session fertig bin, werde ich von diesen leeren Rollen träumen. Wir können ja gleich mal ausprobieren. Ja, da sind auch noch Sachen zum Looten. Ganz am Ende, wir behalten mal alle diese Schematics. Und nach dem Looten werden wir alle mal aufbrauchen und mal sehen, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Das ist auch ein guter Plan. Natürlich. Warum auch nicht? Ah, ich glaube, den können wir auch verknüppeln. Komm her! Aber nur einer? Ist ein bisschen wenig, ne? In der Chemiestation zweimal ein Bauplan von einer Chemiestation. Ist schon eigentlich logisch, ne? Wenn man die so sieht und so, kann man das sagen, ah, die wird so und so gebaut, fertig. Also das ergibt ja sogar noch ein bisschen Sinn, ist aber trotzdem cool. So, und dann wollen wir mal gucken, was in den Kisten drin ist. Ups, sorry. Ein Messbecher. Den habe ich ein bisschen vermisst, sonst hat man im Pop'n'Pilz immer ein paar mehr, aber... Oh, das sind jetzt mehrere. Genau, schlagt euch gegenseitig. Oh, können wir noch was essen? Ne, wir haben aber Durst. Haben wir Wasser? Wir haben natürlich Wasser. Helfen wir dem mal kurz? Ah, wobei, die sind gleich schon durch. Na, komm zu Papa. Ach, doch nur zwei. Hm, okay. Hätte ich ja doch eigentlich boxen können. Welch Wunder, schon wieder so eine Lernrolle. Und wir haben Tag. Yeah. So, welchen Tag haben wir denn? Tag 10. Definitiv. Wir werden vorher anfangen, vor Tag 14, unsere Base abzusichern. Das kann ich euch versprechen. So, dann sehen wir jetzt mal, was wir hier alles so Schönes haben. Wir warten mal eben kurz, bis die Anzeige weg ist und dann geht's hier los. Wir haben 35 Stück. Einer gibt 440. Halleluja! Sogar hier oben der Bereich war gut. Aber 15.400 Erfahrung nur durch diese leeren Rollen. Ist auch schon mal sehr nett. Was wollen wir machen? Ja, das reicht sogar schon. Dann rennen wir hier mal raus. Die Ecke haben wir schon gelootet. Jo. Unser Dirty Bike ist hier. Dann fahren wir mal hier ein bisschen durch die Gegend. Gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Hier ist ein Krankenhaus. We don't believe. Apartments, okay. Hier ist wieder so ein Bike Shop. Komm, das nehmen wir mit. Wenn hier nochmal so ein schickes Bike Shop ist. Was ist das hier?
Auch ein neues Gebäude. Ja, jetzt komm, wir gehen hier nochmal rein. Oder waren wir schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, jetzt fängt es aber an zu lecken. Oh. Multistore Plaza. Oh, ich sehe hier schon ein paar nette Kisten da oben. Oh ja, da müssen wir auch auf jeden Fall rein. Dann werden wir... Ich kontrolliere mal ganz kurz die Zeit. Ich habe die leider nie so wirklich im Auge. Ah doch, hier, Bike Shop schaffen wir doch noch locker. Nehmen wir noch die Autos hier auseinander. Ja, kommt her, meine Kinder. Kommt zu mir. Mein Knüppel erwartet euch. Boom. Sei nicht so gemein. Oh, ich glaube, da werden echt viele Zombies drin sein. Deswegen lag das wahrscheinlich gerade auch so extrem. Weil es die alle schon hochlädt. Yo! Okay. Wahrscheinlich hinten das eine Auto zerstört. Mach mir ja nicht die Blutkissen kaputt. Ich brauche die noch. Die sieht auch aus wie so eine... Ja, das sage ich jetzt nicht. Ist zu der derzeitigen Situation weltweit natürlich nichts Nettes. Aber ich glaube, ihr könnt euch das schon denken. Boah, krass. Hallo! Ach, da ist noch eine. Ich wollte gerade zuhauen. Komm, helf mir eine Runde. Hi! Hier ist... Ach! Oh, yo. Oh, yo, der rennt sogar. Okay, 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 okay. Jo. War ja klar. Warum klingt er denn auch so metallisch? Nee, komm, wir müssen erstmal raus. Wir müssen. Oh gut, die Blutung hat jetzt gestoppt. Wir wechseln jetzt mal die Munition. Da er schon so metallisch klingt, denke ich mal nicht, dass sie. Genau. Jetzt klingt es auch anders. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Oh. Sorry, aber schön bist du echt nicht, ey. Hm, yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Upp. Natürlich will ich die hier auch mitnehmen. So, vielleicht haben wir jetzt ja Glück und... Oh. Warum? Warum? Warum musst du eine Schematik sein? Ich wollte gerade losjubeln und schreien so, ja! Aber, nein. Wie gemein. Wie gemein. Kennt ihr diesen Moment so, ihr habt die Hoffnung so, wow! Und dann die große Enttäuschung direkt dahinter. Aber wenigstens haben wir mal ein Motorenwerkzeugteil bekommen. Immerhin. Da sind wir unserem Hauptziel, endlich eine Orga zu finden. Ein Stückchen näher. Oh, war das gemein. Upp. Ich mach mal kurz mit Licht an. Keine Ahnung, da finde ich einfach die Grafik ein bisschen besser als im Dunkeln. Och, wie ärgerlich. Ups. Sorry. Ich hoffe, dass es für euch alle auch okay, dass ich hier das gleiche Gebäude wieder loote. Also jetzt nicht direkt das gleiche, aber halt das identische Gebäude wie das, was wir schon mal hatten. Aber so ist es halt, ne? Wenn man durch mehrere Städten geht, wiederholen sich die Gebäude natürlich. Oh, das können wir verkaufen, das haben wir, glaube ich, schon. Und dementsprechend gehört sowas natürlich auch dazu.
Und ja. Chirp-Chassis. Ich glaube, davon haben wir das andere Ding, oder? Mal gucken. Vielleicht können wir dann ja sogar schon noch ein Fahrzeug herstellen. Oh, UH-60. Haben wir das schon? Ne, wir haben das MD-500, ne? UH-60 haben wir... Oh. Also ich bin gespannt, wenn wir zu Hause sind, was wir alles so herstellen können. Und was eben nicht. So, ebenfalls, natürlich, wie wir schon in der anderen Folge gesehen haben, können wir hier uns hochframen und diese Kisten natürlich mitlooten. Komm, jetzt mal hier aber das Licht aus. Das brauchen wir nicht. Wir können aber mal so einen schicken Verband hier benutzen. Erste-Hilfe-Verband. Und natürlich was zu futtern zu uns nehmen. So, direkt mal zerlegen. So, Pinsel brauchen wir nicht. Das haben wir definitiv. Das da Accessoire und Nagelpistole. Eine Nailgun haben wir schon. Für wie viel kann man die verkaufen? Ja, komm, behalten wir zwei bei uns. Yes. Immerhin. Immerhin die Teile. Dann können wir uns die selbst herstellen und dann ist auch alles gut. Egal wie. Wir wollen einfach nur diese Orga haben. Weil ich möchte euch wirklich keine Loot-Folgen, Loot ist das ja nicht, hier diese Farmen-Folgen präsentieren, wo ich die ganze Zeit nur mit einer Spitzhacke rumhantieren muss. Das dauert viel zu lange und ist derbe langweilig. Und mit dem Orga geht es halt deutlich schneller und ja. Na, lass die Kacke heile. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr noch mehr von den Dingern... Wie viele haben wir jetzt hier? Zu Hause hatten wir, glaube ich, 3. Das sind dann 7. Plus die 4, die wir aus der Kettensäge bekommen, sind noch 11. Uns fehlen noch 6. 6 Stück brauchen wir noch, meine Freunde. Da können wir aber Glück haben und vielleicht so ein billig Ding beim Händler ergattern. 1, 2 Stück. Und dann könnten wir das natürlich dann auch herstellen. Oh, bisschen Munition. Und eine Handtasche. Oh krass. Kann das sein, dass ich das eventuell im anderen Ding nicht gesehen habe? Es ist echt nicht so lange her, aber ich erinnere mich gerade nicht an diesen Raum. Oh Gott, dann kann ich mir schon echt die Kommentare dazu vorstellen. Ja, sorry dafür. Falls ich das wirklich verpeilt habe, hier auch mit reinzugehen, tut es mir natürlich sehr, sehr leid. Ach, wir haben doch noch, glaube ich, hier ein paar Dinger ausprobieren und ich kann was trinken. Also dann tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Ja, ich habe sonst keine Ausrede dafür. Einfach tierisch verpeilt gewesen. Vor allem, hallo, Waffenschrank. Wenn ich doch daran gedacht habe, dann vergisst... was ich eben gesagt habe, dann bin ich einfach der Beste und Gutes. Ach komm schon, ist eigentlich so gemein. Ja klar, und jetzt müssen wir doch aufschlagen. Wie gemein ist das denn? Aber das machen wir doch gerne. So, wenn wir auch hier mit dem Looten fertig sind, wird die Folge auch zu Ende sein. Ich habe dann schon ein bisschen überzogen. Ich habe bis jetzt so gut wie immer kräftig überzogen. Weil ich hatte festgestellt, die meisten Leute gucken wirklich nur 15 bis 20 Minuten diese Folgen an. Der Rest wird wohl geskippt oder sonstigem. Und ja, dementsprechend lohnt es sich da mehr so 20 bis maximal 30 Minuten Folgen zu machen, anstatt hier ja zu lange Folgen zu machen, wo das meiste wohl eh nicht geguckt wird. Dann können wir das hier auch einmal schön zerlegen. Und fertig sind wir. Dann können wir auch in den nächsten Raum gehen und mal sehen, was hier so ist. Ebenfalls zerlegen wir das gute Stück. Unseren neuen Bentley hier. Spring doch nicht hoch und runter. Bist doch kein Gummiball.
Ja, okay, jetzt kann ich das. Nee. Hier vielleicht? Nö, dann ist egal. Mal gucken, was sich hier hinter diesen Kissen versteckt. Bisschen Munition ist immer nett. Das ist einfach nur Müll. Und ach, das wäre so ein krönender Abschluss für die Folge gewesen. Aber leider nicht. So, ich bedanke mich schon mal bei allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich. Leider haben wir es nicht geschafft, eine Orga zu finden. Aber wir geben natürlich nicht auf. Zur Not werden wir uns selbst eine herstellen. Und wir verabschieden uns und sehen uns in der nächsten Folge. Denkt immer dran, hinterlasst gerne einen Kommentar, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann abonniert mich gerne, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Auf Wiedersehen!